willkommen zu unserem neuen Video. Bei uns geht's heute aufs Fitjar. Und da wird noch gefrühstückt. Und ein Stück weiter. Und ein Stück weiter. So ist es. Lasst euch überraschen, wo genau hin. So, erst geht's ein bisschen flach und dann zieht sich's ordentlich bis zum Schlägeis. Und da haben wir dann schon das erste geile Panorama. Geht noch ordentlich rauf für uns. Noch sind wir immer noch im Talboden, obwohl wir schon ein paar Höhenmeter gemacht haben eigentlich. Wir sind ja normal nicht bekannt fürs Heimatfernsehen, aber der Hof hier in Ginzling mit den Schindeln ist ein Herzeigen definitiv wert, finden wir. Ja, krass. Was meinst du, wie lange dauert es zum Schindeln? Ja, Zeit. Vor allem die ganzen Spüreien um den Dachstuhl im Wachs. Also das ist echt Traum, sowas kann der Männer sich noch mehr gefördert. Ja, so schlängeln wir uns jetzt rauf Richtung Schlägeis und es sieht echt richtig schön aus. Das hier ist die offizielle Radstrecke zum Schlägeisspeicher. Das ist ganz cool, da muss man eben nicht viel auf der Hauptstraße fahren, das ist echt gut gemacht, finde ich. Da vorne auf der linken Seite, also so mittig links, seht ihr jetzt schon die Staumauer. Da müssen wir rauf. Und dann geht es erst so richtig los für uns. Oh wei! Die Mauer kommt näher und näher. Ist auch gut so. Jetzt ist er langsam zum Greifen nahe. Nur, dass wir dummerweise auf jeden Fall noch drüber müssen. Aber vor, dass wir nicht durch müssen. Ja, durch wäre schlimmer, das stimmt. Dann sind wir am See oben zumindest mal. Die ersten ungefähr 1200 Höhenmeter haben wir jetzt schon in den Beinchen. Ging eigentlich super. Der Großteil war noch im Schatten, das war richtig gut. Und dann kam halt irgendwann die Sonne, dann hat man schon gemerkt, dass es deutlich wärmer wird. Schlägeisspeicher ja spätestens seit dem Olperer Hütten Instagram-Foto von der Brücke überaus bekannt. Aber auch wirklich wunderschön. Und hinten der Hochpfeiler, seht ihr bei uns auf dem Block, richtig ein cooler Bikeberg, der Hexe von die Zillertäuer. Und vom Gipfel weg machbar. Also echt cool. 3, 5, glaube ich, ist irgendwas. Ja, da hinten drin meinte. Allerdings muss man da 2000 Höhenmeter am Stück. 2000 Höhenmeter am Stück tragen. Aber wirklich, also wenn er was halt bin, machen will, Hochpfeiler wirklich. Wenn man nicht weiß, von welchem Foto ich gerade geredet habe, von dieser Art von Fotos. Und wenn man das ein bisschen anders aufnimmt, vom Winkel her, dann schaut es so aus, als ob die Brücke unendlich hoch wäre und man sieht einfach nur den See im Hintergrund. Hier oben sind dann auf einmal mehr Parkplätze als in München, wenn Wiesen ist, aber gleich wird es wieder etwas idyllischer. Ihr seht, es ist nicht so leicht, aber bis jetzt kann man eigentlich die meisten Sachen noch fahren. Hier geht es immer mal wieder zum Fahren, dann mal zum Schieben. Fahren, schieben, fahren, schieben. Ihr werdet es eh mitkriegen. Martin gibt schon wieder Vollgas. Der hat zwar unten noch gejammert, so anstrengend, aber auf einmal ist alles wieder wie vergessen. Ja, ja. Nur angeben, ey. Wahnsinn. Das sieht wirklich super idyllisch aus hier rauf. Aber insgesamt, yeah, müssen wir uns doch ganz schön anstrengen. Und man hat gar nicht so viel Zeit, es wirklich zu genießen. Bei dir schaut es ja ganz leicht aus. Man kann auch direkt den Wind messen. Jetzt sind wir oben am Fitjar und der Martin lässt sich gerade noch fotografieren, dass er hochkommt gerade. Ja, und da wollen wir eigentlich hin. Ups. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht auf Köpfeln nur gehen oder so. Mal schauen, was auch los ist von den Leuten hier. Und somit sind wir jetzt aber schon, sind wir schon in Italien, das ist der Grenzstein. Da steht auch drauf, Italien. Manche Sachen erklären sich von selber. So wäre dann der Ausblick in die andere Richtung. Richtung Südtirol. Oh, schaut Weißspitzer Gor.
Ah ja, stimmt, das wollten wir auch noch herzeigen. Wie hieß es jetzt? Hohe Wand, oder? Ja, genau. Und Olpara. So in Südtirol. Holst du wieder mal. Jetzt ein Stress in Österreich. Ganz anders. Also, wir sind jetzt Pause. Wir sind fürs Jester. Hier oben ist dann auch dieser See, den hatte ich im Kopf von der Transalp. Für uns heißt jetzt mal kurze Pause und schauen, wie weit es dann noch weitergeht. Aber erstmal ein bisschen jausen und vielleicht springt ja einer in den See rein. Heute sind wir jausenmäßig etwas verstreut. Bei mir gibt es italienische Wochen beim Aldi. Was ist mit der dänische Woche? Italienisch. Nein, über Dänisch. Er versteht Dänisch. Nein. Man sagt, die Chefin, die Viktoria, die hockt halt auf dem Stall, der dann vorsitzt. Hunger. Schaut euch mal an, wie da vorne die Felskante abbricht. Sieht endwitzig aus. Wir sind noch rauf bis zu diesem Vorgipfel von der Rotbachelspitze. Das wäre die da oben. Und die Aussicht ist aber trotzdem schon echt geil. Total. Da drüben ja Martins Liebling, der Hochpfeiler. Den hat er ja unten schon erwähnt. Da geht es Richtung Sterzing raus. Wolfendorn. Wolfendorn? Ja. Ah ja, okay, da hinten drin. Hinten die Stubaier. Aber richtig hinten drin. Und nein, nichts hinten. Ja, Wolfendorn ist der da, oder? Der Und da geht es Richtung Skigebiet Hintertux. Das ist dann hier. Also hier hat es mal wieder mehr als genug Wind. So, puh. Right now.
Die Aufnahmen von der Abfahrt, die ihr hier seht, entstehen mit der Insta360 One R. Wir haben den Link für euch auch in der Infobox. Schaut doch mal rein, denn dort gibt es jetzt einen besonders guten Rabatt. So stark rabattiert war die Kamera bisher noch. Wir sind jetzt noch zugekehrt auf der Lawitzalm, oder? Lawitzalm, ja. Ja. Und Cappuccino schon mal saugeil für gerade mal 2,50 Euro. Und Apfelstrudel schaut auch echt gut aus. Eine österreichische Alm mit italienischen Bächen. Ja, perfekt sozusagen. Optimal. Und Panorama ist auch okay. Die Mauer, wie cool, die ist gemauert und eingewachsen. Stimmt. Das ist echt witzig. Also ja, unser Platz ist gut gerade eben. Und dann kommt auch ordentlich viel Trail. Richtig viel Trail. Wir sind jetzt auf über 2000 Meter, vorne sind 1400 Höhenmeter ab, das ist noch Kaffee und Kuchen. Und wie stark braucht man, ja? Highlight bleibt dabei, Staumauer-Trail, Schlägeis-Trail. Also wirklich coole Sache, das haben die wenigsten, glaube ich, schon mal irgendwie festgehalten. Das ist richtig eine coole Sache. Stimmt, auch 2080 oder so sind wir jetzt, weil es nämlich ein Schild. Stimmt, ja, genau. Ja. Und runter geht's auf 500, 600 sogar? 600, ja. 600. Shit, it's all gone.
der Wasserfall sieht auch mega geil aus, haben wir schon festgestellt gerade. Ein bisschen wie in Neuseeland. Wer stimmt zu? Am Fuße der Mauer. Da seht ihr mal, wie hoch die doch ist. Und da drüben, oben wo das Podest ist, das ist der Klettersteig. Ich zoome auch mal näher ran. Und noch näher. Und drüben ist auch eine richtige Kletterroute. Das sieht man jetzt nur ganz schlecht auf dem Video. Aber hier quasi. Krass. Auf die Berge wieder Richtung Südtirol und da seht ihr die Straße zum Schlägeis. Und wir stehen ja auf dem Trail, den ihr die ganze Zeit seht. Prost! Ja, sehr steil. Wir sind wieder zurück, 8 am Abend. Start war um 7 in der Früh oder so, also waren wir echt ganz gut unterwegs. Wobei 8 bis 8 oder so, ja. Der Martin verharrt noch in Fahrradstellung. Ich krieg schon. Ah, das ist ganz in meinem eigenen Topf. Ja, auf jeden Fall war es echt geil. Wir hatten so viel Trail. Brutal. Und in Summe wäre es über 2000 Höhenmeter gewesen, ja. Dann schätze ich mal. Man konnte es kürzer machen. Ja, indem man halt bis zu den ewigen Jagdgründen mit dem Auto fährt. Wir haben es natürlich jetzt ein bisschen als Trainingszweck gesehen, ja, ein bisschen länger fahren. 2200.
Genau. 2200 Höhenmeter und? 60 Kilometer. Also ja, 61 Kilometer. 61 Kilometer. Wir dürfen den einen nicht unterschlagen. Der kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Und jetzt hätte ich Hunger. Ja, wir fahren jetzt dann noch am schnell duschen müssen, weil wir nicht weiter die Sonne. Ah ja. Okay. Ja. Vielleicht nimmt man ein paar Schwammerl, dann können wir die morgen essen. Na, alle jetzt gefreut, dass du dabei warst. Vielleicht sind wir wieder mal so. Du, es kommt öfters dann Ralf von dir. Ja, Ralf von Sachsen. Das ist echt lustig, ja. Ja, das ist echt cool. Ja. Super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.